So, hallo. Ich begrüße euch zur 7. Folge von Cult of the Lamp. Diese Folge... Oha, dieses Geblitzen am Anfang immer. Diese Folge findet nicht unmittelbar nach der Aufnahme von Part 6 statt, aber immer noch bevor Part 4 veröffentlicht ist. Das heißt, alles, was seit Part 4 geschrieben wurde, kann ich noch nicht... Falls was geschrieben wurde, kann ich noch nicht drauf eingehen oder wissen oder sonst wie. Was ich aber gleich sagen kann, ist, dass mich YouTube wieder geärgert hat, weil YouTube mir einfach einen Kommentar nicht angezeigt hat vom Felix irgendwas, der auch gerne ein Anhänger sein möchte. Deswegen, Felix, sorry, der nächste Anhänger gehört dir. Aber ging leider einfach noch nicht. So, er ist immer noch... habe ich heute schon gemacht. Scheiße. Okay, das geht noch nicht weiter bei dem. Wir hatten ein Steinproblem, richtig? Und ich glaube, ich hatte mir vorgenommen, einfach direkt wieder hier reinzugehen. Das Problem ist, mit den Kreuzzügen, ich habe da so eine richtige, so ein richtiges mulmiges Gefühl, weil immer, wenn du von einem Kreuzzug wiederkommst, ist einfach dein halber Clan kaputt. So. Da bricht einfach die Hölle aus. Aber wir gehen auf den Kreuzzug und versuchen Steine zu sammeln. Wir brauchen Steine. Ganz, ganz viele. Wir haben ja auch die Waffen gelevelt. Also wir müssen jetzt stärkere Waffen am Anfang bekommen. Ich denke, das ist ganz, ganz okay. Aber wie gesagt, es ist... ich bin etwas skeptisch, was mein Kult angeht. Das scheint mir alles sehr... Oh, da haben wir die Vampir-Axt, womit ich mich theoretisch heilen kann. Und dann haben wir hier... Todesstreich. Okay. Das habe ich noch nie irgendwo gesehen. Also keine Ahnung, was es tut. Jetzt gucken wir uns mal kurz den Dings von der Vampir-Axt an. Ah, da wirft der die. Interesting. Okay. Dann gucken wir uns mal den Todesstreich an. Yo! Okay, das sieht beides sehr heftig aus. Muss ich gestehen. Ich habe, glaube ich, auch meinen Eifer gelevelt, sodass ich jetzt mehr Eifer aufsammeln kann. Na, ich glaube, ja. Ich glaube, bis zu 4 geht jetzt, richtig. Okay. Dann gucken wir mal, wie jetzt diese Runde hier läuft. Oh, okay, es passieren Dinge. Ah, die rote Krone. Und du, Bestie, göttlich. Komm, ich habe Werkzeuge für dich. Ja, sie wurden von Chemach gefertigt. Meine Brüder, sie mögen hübsche Dinge besitzen, aber meine Macht, mächtige Dinge. Wirst du zusehen? Wirst du zugreifen? Was wirst du im Tausch geben? Dein Fleisch, deine Knochen, deine Krone? Ah, ich scherze, ich mache Witz, ich werde nichts nehmen. Nichts für Chemach. Oder Chemach oder Chemach oder wie auch immer. Jo, was passiert hier? Relikte. Ich weiß gerade gar nicht, was das ist, aber ich kann ja auch nicht alles mehr wissen. Was? Was ist jetzt los? Relikte. Füge allen Gegnern entsprechende Anzahl deiner Anhänger Schaden zu. 9 Anhänger. Ladetempo mit... Was? Okay, das ist scheinbar sowas ähnliches wie Tarotkarten. Irgendwie so passive Sachen oder was? Oder wie oder wo? Oder Items, die man einmalig einsammeln kann. Verwende ein zufälliges Relikt. Ja, das sind Items, die man irgendwie zufällig... wir werden es ja gleich lernen. Oder muss ich jetzt hier eins auswählen? Werde größer, zerbrechlich. Erhalte für je 5 Anhänger ein halbes Geisterherz. 50% Anhänger, 50% Chance auf ein Geisterherz. Laplaces Würfel. Gefällt mir als Mathematiker natürlich, aber ist zerbrechlich, klingt nicht gut. Schaden an der Tarotkarten? Zerbrechlich? Man hatte... Also das scheinen Sachen zu sein, die man teilweise doppelt einsetzen kann. Friere alle aktiven Gegner ein. Werde größer zerbrechlich. Vergifte alle aktiven Gegner. Lasse einen Sturm aus Blitzen auf die Ungläubigen niederregnen. Beschwöre einen neuen Fluch mit erhöhter Stufe. Werde kleiner. Spawne Bomben im ganzen Raum. Beschwöre einen Dämon, der dich im Kampf unterstützt.
Verwende ein zufälliges Relikt. Okay, das Tentakel interessiert mich. Okay, wie? Ah! Relikte sind mächtige Gegenstände, die mit der Macht des Glaubens durchtränkt sind. Sie können für Angriffe oder Spezialaktionen verwendet werden. Relikte können verwendet werden... Ah, das ist das Ding, was dann unten links ist. Ah, ich verstehe. Relikte können verwendet werden, sobald sie voll aufgeladen sind. Laden sie auf, indem du ungläubigen Schaden zufügst. Manche Relikte können mehrere Male, während andere zerbrechlich... Ah, zerbrechlich heißt, es geht nach einem Mal kaputt. Okay, okay, okay. Dann hätte ich auch zerbrechlich nehmen können, aber ja, okay, ich verstehe. Beim nächsten Mal wissen wir es besser. Aber wo kommen jetzt Relikte plötzlich her? Habe ich die vorher freigeschaltet oder... Oh boy. Okay. Relikt verwenden, L1. Yo! Ah ja, besser als eine alberne Karte, besser als ein spitzes Schwert. Chemach ist besser. Kleiner Gott wird wiederkehren. Chemach wird Relikt geben. Chemach wird Relikt verticken. Chemach wird eines Tages Relikt aus dir machen. Ich glaube nicht. Adieu. Okay. Alles klar. Und hier kann ich wahrscheinlich die Relikte lesen. Ansehen. Ja. Ja, crazy. Okay. Haben wir wieder was Neues gelernt. Ich hatte noch in Erinnerung, dass es hier unten so ein Symbol gab. Ich wusste aber nicht mehr, was es war. Jetzt weiß ich's. So, ah, ich kann hier gar nicht weiter. Ach doch, ich kann hier weiter. Und Relikte haben wir dann, wenn diese Puppendinger in der Luft hängen. Ich verstehe. Oha, und da haben wir direkt ein neues Relikt. Ah, jetzt können Relikte auch in der Mitte auftauchen, statt Truhen oder was. Jetzt muss ich aber dieses Relikt gegen... Nee, also mein Blitzrelikt gefällt mir ganz gut. Verwende ein zufälliges Relikt. Nee, nee, nee. Ich behalte mein Relikt. Ich behalte meinen Blitz hier. Der Blitz gefällt mir gut. Ah, boah, ich bin in den reingerollt. Das war sehr dämlich. Ah, dann müssen wir jetzt nochmal das... Ich habe nämlich dieses Zerbrechlich erstmal gemieden, weil ich dachte, okay, das kann kaputt gehen. So kann es auch, aber ich kann es auf jeden Fall einmal einsetzen. Also das ist einfach was, was so mächtig ist, dass man es nur einmal einsetzen kann. Also hat dann schon seine Daseinsberechtigung auch. So. Okay. Alter, wieso leckt es denn? Och, Bruder. Kommt er wieder. Haben wir Ton? Nehmen wir auf? Ich muss kurz... Ja, alles gut. Fünf Zacken eines Pentagramms. Fünf Zeichen des Untergangs vorab. Fünf Geschwister Seite an Seite. Fünf Götter und... Oh, was mach... Nicht, dass er jetzt wieder hier Leute hungern lässt in meinem Clan. Ich krieg gleich wieder Krisen. Jamura, wir wollten dich nicht stören, aber... Jamura, die rote Krone wird jeden Tag stärker. Sie war sogar bereits schon erfolgreich, wo er zuvor gescheitert ist. Leshy wurde niedergestreckt. Fünf werden zu vier, werden zu drei, zu zwei, werden zu einem und der wird zu nichts. Jamura, ruhe dich aus. Wir erledigen das. Werden wir doch Kalamare? Ja, Schwester, natürlich, Schwester. Du da, Gefäß der roten Krone, knie vor mir nieder oder du wirst es bereuen. Ich werde nicht niederknien, aber jetzt wird wahrscheinlich meinem Anhänger was passieren. Aber ich werde nicht... Nein, nein, werde ich nicht. Du wirst knien oder ich zwinge dich dazu. Oh, er hat jetzt alle Räume zu Kampfräumen gemacht. Verstehe ich das richtig? Oh boy. Aber was wäre passiert, wenn ich niedergekniet hätte? Das weiß ich natürlich nicht. Aber es sind alles Kampfräume. Oh, okay. Bitte tut uns nichts. Wir sind einfache Anhänger, die sich an einem unbekannten Ort verlaufen haben. Der große Sozo hat uns geschickt, um mehr von seinen Geliebten... Gehirnwäschepilzen! Hab ich? Er interessiert sich nur für Pilze. Er wird immer wahnsinniger. Aber als wir ankamen, wurde uns bewusst, dass wir nicht wissen, wie man Gehirnwäschepilze findet. Jetzt haben wir zu viel Angst, um mit... Ich hab die.
Wenn du ihm Gehirnwäschepilze bringen würdest, würde er dich sicher belohnen. Du findest ihn bei der Sporngro. Ah, nächster Ort. Okay, wir haben Pilze. Wir haben Pilze. Die müssen wir dahin bringen. Okay, cool. Ja, haben wir. Ich hoffe, ich kann euch nichts tun, aber ich würde hier gerne einmal alles niederschmettern. Oh, das war nicht, nicht beabsichtigt. Oh, das war auch nicht, tut mir jetzt leid. Oh, aber die geben ja auch Pilze. Oh, das ist jetzt, gut, das, ja. Das war aber, das war nicht, also, das wollte ich nicht so unbedingt. Das ist jetzt passiert. Ich wollte nur die Gegend ein bisschen säubern. Aber gut. Aber die Truhen kann ich nicht noch irgendwie zu Holz verarbeiten, ne? Nee, okay. Wollte ich nur mal testen. So, erste Stufe geschafft. Jetzt haben wir natürlich das Problem. Ja, der Pilz interessiert mich herzlich wenig. Da brauche ich noch Stein dafür. Und wir haben noch nicht mal Stein jetzt bekommen. Ich habe noch, glaube ich, noch nicht einen Stein in der Mission jetzt geholt, oder? Na, guck mal, zwei Steine haben wir. Das ist, oh mein Gott, dafür, dass ich wegen Stein losgegangen bin, ist das hier alles Mist. Aber guck mal, wir haben 22 solche Pilze. Auch wenn ich die Anhänger jetzt tatsächlich nicht töten wollte. Ich hoffe, das gibt jetzt nicht noch irgendwie einen Nachteil. Ja, aber guck mal, jetzt haben wir hier nur Scheiße. Aber hier ist Geld dabei, oder was? Oder was bedeutet das? Wir gehen auf jeden Fall den Weg. Ich will wissen, was dieses Symbol bedeutet. So. Aber jetzt haben wir zwei Stages noch vor. Okay. Erstmal Hingabe stehlen. Let's go. Und dann einmal das hier zerschnetzeln. Aber ich meine... Oh, ein Stein mehr. Yay. Aber ich meine, am Ende gilt ja auch... mehr Wege bedeutet auch theoretisch mehr Ressourcen und auch mehr Tarotkarten für später. Oh, guck mal, ein halbes blaues Herz. Nice. Auch wenn ich die Türme jetzt nicht so nice finde. So, das war doch jetzt ein guter Moment für so ein Ding, oder? Ich glaube, das war eine sehr gut eingesetztes Relikt. So, wir haben nur eine Möglichkeit zu laufen. Also geht's hier unten noch alles kurz kaputt. Okay. Oh, was seid ihr denn? Alter, der Frosch hier hat ein bisschen mehr Energie als andere. Ah, Bruder. Ah, der war heftig. Da habe ich jetzt echt viel Energie liegen lassen. Das ist nicht so gut. So, haben wir hier irgendeinen speziellen... Wir haben zwei Wege, aber keiner sagt mir, wohin es führt. Ich habe weder hier einen Hinweis in der Luft hängen, noch hier. Schade. Okay, das scheint der normale Weg gewesen zu sein. Oh boy. Nein, das ist eine Sackgasse. Oh, F. F. Oh, Bruder. Ich spiele aber auch gerade wie ein ganz großer Depp. Dielenboden, der interessiert mich auch nicht, aber schön, dass wir weitere Böden freischalten. So. Ah, hier liegt immer ein halbes Herz. Oh, ich habe mehr. Wo kommt... Ah, weil ich die Vampir-Axt nutze. Ich habe Energie durch die Vampir-Axt bekommen. Ey, das ist ja super selten, dass die mir mal Energie gibt, aber sehr gut. Sehr gut. Oh, es geht nach unten weiter, sehe ich gerade. Okay, aber dann gehen wir erstmal hier nach oben weiter. Ja, das hier geht's aber auch weiter. Okay, aber hier ist wieder der Relikt-Typ. Vielleicht kann ich da mein Relikt wechseln. Auch wenn ich mein Relikt ja nicht wechseln will eigentlich. So, jetzt setzen wir mal hier ein bisschen. Ich muss mal ein bisschen mehr meine Zusatzfähigkeiten einsetzen, ne? Das ist ganz wichtig. Und wir nehmen aber gerade auch richtig viel Geld mit. Ich hoffe, wir schaffen das und sterben nicht vorher. So. Okay, auch ganz viele Knochen nehmen wir mit. Also es ist gerade alles sehr, sehr gut hier unterwegs. Ja, okay, was hat er jetzt hier für mich?
Finger des Exorzisten. Beschwöre einen Dämon, der dich... Ach so. Und wenn man einen Dämon beschwört, gut, das kann man natürlich nur einmal machen, weil der einen dann halt unterstützt. Das sind deine Anhänger? Was? Wieso deine Anhänger? Das ist, sind einfach Puppen. Was ist mit dir? Warum kann ich hier eigentlich Tarotkarten angucken? Ah, hier geht's auch weiter. Was ist das für eine riesige Map? Ja komm, wir probieren mal den Dämon aus. Wobei ich... Na, ich will den Blitz behalten. Dämon können wir wann anders noch ausprobieren. Ich will den Blitz behalten. Oh, hier ist das Ende. Okay. Dann müssen wir den anderen Raum uns auch noch angucken. Tückisches Schwert ist aber jetzt Stufe 8. Vampirdolch ist auch Stufe 8. Und wir haben aktuell Stufe 7. Aber ich fühle die Axt eigentlich im Moment schon, ne? Wir gehen mal kurz den anderen Weg noch. So. Hier waren wir noch nicht. Ich weiß auch nicht, vielleicht muss ich auch lernen, gewisse Sachen einfach liegen zu lassen. Oh. Gewisse Sachen einfach liegen zu lassen. Ach, ich brauche hier einen schweren Angriff, ich Depp. So. Gewisse Sachen einfach liegen zu lassen. Weil man vielleicht nicht so lange sich aufhalten darf. Und deswegen geht es im Dings dann immer schlechter. Blumenhalskette. Anhänger erzeugen schnelle Hingabe. Okay, sehr cool. Noch ein Geschenk für einen Anhänger. Das ist natürlich wichtig und richtig. Dann war es schon gut, dass wir hier rein sind. So ein Geschenk kann man schon mal mitnehmen. So. Gut, jetzt raus hier. Und ich muss öfter an den Blitz denken. Also der Blitz ist wirklich, gerade wenn es brenzlig wird, ich glaube, der Blitz ist ja stark. Aber was mache ich jetzt hier? Ich bin sehr... Am Ende ist der Dolch vielleicht trotzdem besser, weil schneller. Ich meine, wir haben immer noch die Vampirfähigkeit. Oh, jetzt habe ich... Oh, jetzt... Okay, das wollte ich gar nicht. Ich bin da drüber gerast. Das wollte ich nicht. Aber gut, jetzt hat sich's eh erledigt. So, jetzt bin ich gespannt, was dieser Totenkopf und die Münzen bedeuten. Ob das irgendeine... Also, ob ich das jetzt rausfinde, was das für eine Bedeutung hat. Doppelte Münzen gegen hinterlassen Gift. Ah! Ich verstehe. Ich muss jetzt also aufpassen, die Gegner hier hinterlassen jetzt wahrscheinlich so eine Giftpfütze. Okay, das ist also... Die komplette Stage über gilt jetzt dieser Effekt. Ich verstehe. Wieder was gelernt. So, okay, jetzt sind wir hier. Jetzt habe ich hier Tentakeln schlagen in 4 Richtungen aus. Wirft Gegner in die Reichweite zurück und fügt ihnen gleichzeitig Schaden zu. Und den Flammenschuss. Und aktuell haben wir ja dieses andere Ding. Also wir haben so viel Holz auch aktuell, ne? Wir müssen so viel bauen, wenn wir zurückkommen. Ich hoffe, dass wir wirklich mit dem ganzen Zeug auch zurückkommen. Wir sammeln gerade so viel Ressourcen. Das ist unfassbar wichtig. So, aber was mache ich denn jetzt hier? Aber die vier Richtungen klingen nicht verkehrt. Komm, die nehmen wir mal. So. Dann können wir das hier wieder verwerten. Okay. Hier geht's nicht weiter, es geht aber nach oben weiter. Und nach oben ist so ein... Ist der... So ein Kampfraum. Oh, Blitz! Das ist die Stelle für den Blitz, wenn da wieder so ein scheiß Turm ist. Oh, es hat nicht so viel funktioniert. Ah, jetzt sehen wir das Gift auch. Okay, da muss ich böse aufpassen, dass ich da nicht reinrasse. Eieiei. Okay. Jetzt kriegen wir 6 Münzen pro Truhe.
Gehirnwäschepilzspore, auch nice. So, hier drüben geht's weiter. Okay, ich will mal den Dings sehen. Ah, okay, das ist gut. Oh, das ist gut. Oh, meine Energie. Hab ich nicht beachtet. Ach, verflucht. Okay, wie viel kriegen wir abgezogen? Vom Holz kriege ich 4. Wieso habe ich jetzt nur noch 10 Holz? 25% der neuen Gegenstände verloren. Okay. Aber ich wollte vor allem Steine holen. Das hat nicht so gut funktioniert. Ah, Mist. Der Tod hat keine Konsequenz. Doch, ich habe weniger mitgenommen jetzt. Erhebe dich ein weiteres Mal, mein Gefäß. Es zählt nicht, wie oft du niedergestreckt wirst. Der Kult wird weiter wachsen. Ja, aber das lief alles nicht so gut. Ah, ich habe wieder nicht auf meine Energie geachtet. Aber wir haben Dinge gelernt. Wir haben die Relikte kennengelernt. Wir haben die Relikte kennengelernt. Okay. Jetzt pass auf, wie sieht's im Kult aus? Ich habe Angst. Ja, Glaube ist Kacke. Erstmal Predigt halten. Erstmal segnen. Oh, die sind hier beide nicht so gut drauf, ne? So, du kriegst jetzt erstmal hier Blumenhalskette. Oh, er hat sie. Ups. Er hat schon eine. Was ist eigentlich, wenn ich dir die Halskette gebe? Du bist ja nicht so gut drauf, ne? Probier mal dir die Halskette. Ah, kann ich nicht. Ah, ich kann ihm nicht die Halskette geben. Oh, das ist nicht gut. Okay. Habe ich euch schon gesegnet? So. Hier können wir mal gerade das Holz holen. Oh, nice. Jetzt haben wir richtig... Oh, guckt euch mal. Wir haben richtig viel Holz. Holy shit. Was passiert hier? Habe ich euch hier alle schon gesegnet? Ja, ein Teil. Ja, hier auch. Ja, okay. Ich glaube, ich habe genug erwischt zum Segnen. Machen wir erstmal den Kollegen hier. Wir brauchen ganz dringend mehr Glaube wieder. So. Und haben auch gleich ein Level-Up dabei. Sehr schön. Also, jetzt können wir mal gucken. Vielleicht verstehen wir jetzt auch mehr, was hier passiert. Waffenbeherrschung. Ach, das haben wir ja mit dem schweren Angriff. Ah, das geht noch gar nicht weiter hier. Pass auf, dann leveln wir weiter die verschiedenen Waffenarten hier hoch. Ich glaube, das ist ganz gut. Was käme hier? Fluch der Tundra. Drei neue Flüche. Ah, das erhöht die Arten der... Ah, das erhöht die Art der Flüche. Ah, ich verstehe. Ja, das ist auch schon sehr wichtig und richtig. Aber gut, jetzt gehen wir... Wir gehen erstmal bei den Waffen hoch, glaube ich. Oder hier erhöht die Gesamtmenge deines Eifers. Aber ich nutze die bisher nicht so viel. Das ist nicht so gut. Wir gehen erstmal die verschiedenen Waffen hoch. Nekromantenwaffen. Gefährliche Geister aus toten Gegnern entweichen. Ey, das klingt auch nicht verkehrt. Die würde ich mal ausprobieren. So. Okay, so. Gut, jetzt müssen wir in der Mitte gleich mal wieder die göttliche Inspiration uns abholen. Okay, Glaube ist wieder ziemlich gut oben. So ein bisschen zumindest. War schon mal besser. Sehr schön. So. Ist hier was drin? Nein, das hier ist alles eingebrochen. Okay, jetzt, das können wir jetzt mal schnell reparieren. So, und hier draußen machen wir jetzt wieder eine Hütte. Wir haben ja gerade, also jetzt haben wir gerade ziemlich viele Ressourcen. Aber die Steine sind halt ein Problem, ne? Jetzt muss ich hier wieder 3 Steine opfern. Ah, ich bin skeptisch.
Aber das ist auch nicht kaputt, ne? Das ist, ach doch, das ist kaputt. Dann machen wir es erstmal nur wieder ganz. Machen wir es erstmal nur wieder ganz gerade. Ist das auch kaputt? Nein, das passt. Okay. Ah, das hat aber jetzt auch niemand. Gibt's jemanden, der keine Hütte hat? Steht hier gar nicht. Aber ich habe auch keinen Hinweis, dass jemandem eine Hütte fehlt, ne? So, was kriege ich hier Hübsches? Stein! Oh, ihr seid zu gut zu mir. Ihr seid zu gut zu mir. Gut, pass auf. Wir können jetzt mal uns daran machen. Nee, nicht so eine Dämonenbeschwörung. Dafür brauche ich wieder Steine. Die kann ich jetzt nicht. Ich wollte eine Steinmine. Jetzt fehlen mir da 3 Steine für. Aber ich glaube, ich weiß, wo ich Steine herkriege. Auf die Schnelle. Raffinerie haben wir schon. Eine. Ich brauche hier für alles. Hierfür brauche ich, fürs Düngersilo brauche ich nur geweihtes Holz. Pass auf, dann machen wir jetzt mal geweihtes Holz. Wie viel geweihtes Holz brauche ich für so ein Silo? Peit, ich rede gleich mit dir. Warte kurz den Moment. Nee, wo ist denn das? Da. 5 geweihte Holz brauche ich. Okay, pass auf. Ich bekomme 3 geweihte Holz. Nee, ich muss 3... Ah, okay. So muss ich das machen. Gut. So, Veit, was los? Anführer, Skeptiker und Ketzer haben ihren Weg zu unserem Kult gefunden. Sie verfluchen unseren Lebenswandel, aber sie wollen beitreten. Sollen wir sie willkommen heißen? Ja. Dann haben wir nämlich hier jetzt Felix. Ja, du sagst jetzt, du wirst meinen Lehren treu folgen, aber bist jemand... Oh, guck mal, der fängt zufällig mit F an. Auch lustig. Aber du bist jemand, der... du bist jemand, der im Moment noch abtrünnig ist. Na, da müssen wir uns gleich drum kümmern. Wenn das Lamm mehr als einen Ehepartner hat, das klingt so merkwürdig. Ich weiß gar nicht, wohin das abzielt. Ich hab im Stream habe ich nichts mitbekommen, dass man hier seine Anhänger heiraten kann und ich habe es auch nicht vor. Ja. Gut, annehmen. So, aber der ist jetzt, wie gesagt, noch abtrünnig unterwegs. Das heißt, ich muss gleich mal mit dem Kollegen hier sprechen und den umerziehen. Und in der Hoffnung, dass wir das ein Stückchen hier runterkriegen. Weil jetzt haben wir schon 2 Abtrünnige hier drin, ne? Das ist alles nicht so cool. So, jetzt haben wir erstmal gleich eine neue göttliche Inspiration. Let's go. So. Das hier haben wir beides gemacht, ne? Ja. Ich würde jetzt mal das Gefängnis tatsächlich bauen, weil wir brauchen das für die Abtrünnigen. Na? Dass die schneller wieder fit werden. Und dass die nicht Blödsinn erzählen. Ich hoffe, ich kann das bauen. Ich hoffe, ich kann das auch schnell bauen. Und brauche da jetzt nicht wieder ganz viel Stein für. Nice, es geht. Ich brauche nur Holz und Geld. Super. Pass auf. Dann, wo packen wir denn mal das Gefängnis hin? Machen wir das mal hier. 1. Kann ich noch ein zweites bauen? Ne, weil ich jetzt schon wieder kein Holz mehr habe. Ach, verdammt. Okay. Veit, ich hab's gemacht. Gib mir hier. So. Habe ich euch schon gesegnet? Habe ich heute schon, okay. Gut, der Tag ist eh gleich rum. Nee, ist er nicht. Wir sind da an der Hälfte des Tages. Ich habe nichts gesagt. Okay. Oh, was ist los hier? Jonath hat den Kult verlassen und 5 Gold mitgenommen. Okay, der Abtrünnige ist abgehauen. Das heißt, wir brauchen auch nur noch... Ja gut, ich wollte jetzt eigentlich den gerade einsperren. Dann muss ich jetzt Felix einsperren. Sorry, Felix. Du gehst jetzt einmal ins Gefängnis, damit du dich hier an den Kult gewöhnst. So funktioniert das hier bei uns.
Ich habe heute bereits umgezogen, ne? Ja. Okay. Aber das kriegen wir hin. Wir kriegen das hin, Felix? Alles gut. Alles gut. Es ist so ein wildes Spiel. Ich kann es nicht in Worte fassen. So, haben wir jetzt hier schon... Okay, ich habe schon mal 2 bekommen. Hier kriegen wir wieder mehr Holz. Sehr gut. So, aber jetzt ist... Das ist echt blöd. Ich wollte gerade den Jonat... Jetzt ist er abgehauen. Kann ich da hinterher? Weiß ich, wo der hin ist? Oder ist er jetzt einfach wirklich weg? Ich glaube, der ist einfach wirklich weg. Pass auf, dann gehen wir jetzt mal die Pilze ab, wo wir die Pilze abgeben sollten. Guck mal, wir waren noch gar nicht in dem Gebiet. Wir waren noch gar nicht in diesem Gebiet hier. Sporengrotte. Einer der Bischöfe des alten Glaubens. Tod. Ich habe nichts gedacht, dass das möglich wäre. Sozu wird immer bösartig und unberechenbar. Ich fürchte hier um unser Leben. Okay. Komm, hier kann ich auch wieder Karten kaufen. Karten, Karten. Karten? Auch wieder 25 pro Karte. Eieieiei. Aktuell will ich hier noch kein Geld ausgeben, bin ich ganz ehrlich. Nein, das erst recht nicht. Das kannst du direkt behalten. Ja, nee, kannst du behalten. Gottes Willen. Okay, wir gehen mal weiter nach hinten. Ist hier Sozo? Sozo. Ich grüße dich, Reisender. Ich? Na, ich bin natürlich Sozo, Pilzforscher. Ich schätze, das macht mich zu einem Champion der Champion. Ach. Nur ein kleiner Witz, den Sozo gerne macht. Ja, ja, Pilze sind Sozos Leidenschaft, aber Sozo braucht mehr, Sozo braucht immer mehr. Du wirst für Sozo sammeln, Sozo kann seinen Anhängern da draußen nicht trauen, sie lügen, sie stehlen, sie flüstern sich Geheimnisse über Sozo zu. Sozo weiß es einfach. Sozo wird alles tun, er wird an deinem Altar beten, Sozo widmet sich mit Leib und Seele deiner Sache, Sozo reißt dir den Kopf ab. Okay, Sozo. Sozo zeigt dir, wie du die Kraft des Pilzes nutzen kannst, damit sich die zerbrechlichen kleinen Köpfe deiner Anhänger deinen Wegen öffnen. Aber du musst sie nicht bei Sozo anwenden. Oh nein, Sozo wird dir freiwillig folgen, solange du Sozo weiter Pilze bringst, wird Sozo alles für dich tun. Nimm den Weg nach Anura und suche Pilze für Sozo. Du hast sie vorher vielleicht nicht gesehen, aber wenn du sie jetzt suchst, werden sie da sein. Doch, ich habe Pilze. Guck mal hier, ich habe 10 Stück. Bitteschön. Easy. Ja, ja, gib Sozo, gib mir. Hervorragend, hervorragend, aber nicht genug. Bring Sozo mehr und Sozo zeigt dir, wie nicht genug. Ja. Krieg ich wieder so ein rotes Ding? Jawohl, nice. Nummer 3 von 4. Sehr schön. So, und wie viel will er jetzt noch haben? Sozo liebt dich, Sozo braucht dich. Was, spinnst du Sozo nach? Geh weg, komm mit Pilzen zurück. Bruder, 20 will er jetzt, der Spinner. Okay, huch, was habe ich jetzt gedrückt? Anhängerform. Ach, ich kann dir wieder eine Anhängerform kaufen. Ja, nee, danke. Ist okay. Ja gut, mehr kann ich hier nicht tun. Was? Lol, hier ist ein okay, hier ist einfach ein Pilz drin. Witzig. Okay, also wir müssen mehr von diesen Pilzen sammeln, dann kriegen wir hier irgendwas. Keine Ahnung was. Aber wir müssen mehr sammeln. Oh, meine Anhänger haben Hunger. Kann ich verstehen. Pass auf. Ja, wir gehen gleich mal wieder hier hin. Wir gehen gleich mal wieder hier hin. So, pass auf. Anhänger haben Hunger. Oh, da ist jemand alt geworden zwischendurch. Und Thynane und Veit haben sich befreundet. Okay, aber du bist alt geworden. Das ist nicht so gut. Aber dann kann ich dir die Halskette wahrscheinlich wieder wegnehmen, ne? Halskette zeigen? Was? Halskette verstecken. Nein, ich... will doch gar nicht. Ich will wo ist denn interagieren? Ich kann nicht mehr interagieren. Weil er alt ist. Och, Bruder. Ja, gut. Hier haben wir Fleisch. Ja, habe ich schon gemacht. Okay, haben wir jetzt hier?
Haben wir jetzt hier genug so Ressourcen geweiht? Ah, das ist schon wieder voll. Deswegen singen die da rum und beten nicht mehr. Wir müssen ganz dringend diese Statue aufbauen, die man bauen kann, damit, damit die hier, ne, die da hier, da brauche ich auch wieder 10 Steine für, damit die dann weiter beten können. So. Alter, diese Kulisse gerade. Jetzt pass auf, was wollte ich... Hier, genau, ich wollte ein Düngersilo bauen, das wollte ich machen. Lager hier Dünger, den deinen Anhänger auf den Ackerparzellen nutzen können. Das machen wir sofort, das setzen wir dann auch hier drunter. Dann geht auch der Glaube wieder hoch. Oh, ja, das war's erstmal mit dem Bauen. Ich wünsche eine gute Nacht. Gut, dann sammle ich gerade mal wieder ein bisschen hier die Viecher ein. Da war ja damals was ganz Cooles dabei. Da war ja nicht nur, das ist ja manchmal auch nicht nur so, ne, nicht nur die Hingabe, sondern es sind ja manchmal auch ganz andere Sachen. Ich weiß auch bis jetzt nicht, was dieser Totenkopf macht, den wir hier gefunden haben. Hier der da, ne? Den habe ich immer und kann ich rumtragen, aber der scheint nur Deko zu sein. Ich weiß es nicht. So, oh, das Gebäude ist fertig. Auch sehr schön. Kann ich jetzt schon umziehen? Nein, erst wenn er aufgewacht ist wahrscheinlich. Oder schläft jetzt aber auch gar nicht. Ah, Felix, wir müssen uns wirklich dann ganz dringend hier, ne? Kriegen wir aber hin, Felix. Kriegen wir hin. Alles in Ordnung. Du kannst nichts dafür, dass du, ja, den falschen Dingen hinterherläufst. So, wie viel kann ich... Ich kann alles einzahlen. Ja, dann rein damit. Ah, nee, kann ich nicht. 15 kann ich einzahlen. Ja, never mind. So. Haben wir hier denn neue Pilze, die ich pflücken kann? Ja, aber ich kann ein paar Beeren sammeln. Nacht ist aber auch gleich rum. Dann können wir wieder Predigt machen. Und, ah, diesmal stelle ich mich aber auch gleich hier hin. Ist jetzt eigentlich einer, der außerhalb schläft? Nee, ne? Oh, was ist mit dir? Mein Bruder und ich sind gemeinsam durchs Düsterholz gereist und wurden voneinander getrennt. Ich habe nie erfahren, was aus ihm wurde. Okay, soll ich zurück nach Düsterholz? Ja, machen wir. Dann gehen wir nochmal in Düsterholz eine Runde spazieren. Ja, ist kein Thema, können wir gerne tun. Man kann ja auch in frühere... Das habe ich komplett verdrängt. Ja klar, man kann ja auch in frühere Welten zurückgehen und da was sammeln. Das ist vielleicht viel schlauer, dann gehe ich da nicht sofort kaputt. Oh mein Gott, das ist viel schlauer. Wieso habe ich da nicht dran gedacht? Ja. So viel ja. So, erstmal hier, zack, zack, zack. So, Felix, du wirst hier gleich wieder bekehrt. Weiter. Zack. Ja, guck mal, wir haben ihn fast. Wir haben ihn fast. Und das Gute ist ja, er kann halt jetzt nicht rumlaufen und da Probleme machen. Oh, was? Warum ist das kaputt gegangen? Geht das kaputt nach einer Weile? Oh, das ist nicht so gut. Okay, wir müssen erstmal Essen machen. Ah, die Beeren sind halt wieder... Schüsselkot. Nee, um Gottes Willen. Pisa Fleischbrei. Ey, am liebsten würde ich einfach wieder das Ritual durchführen. Am liebsten würde ich einfach wieder das Ritual durchführen. Ich glaube, das machen wir auch. Jetzt machen wir erstmal Predigt. Aber wir müssen sowieso wieder einen opfern, ne? Wir müssen sowieso wieder einen opfern. Oh, jetzt haben wir hier Holzdinge. Okay, cool. Nice, nice, nice. So, pass auf. Wir machen jetzt erstmal Predigt. Gesegnet haben wir gerade. So. Okay. Und was können wir machen? Oh, nee, das ist noch, hat noch ganz lange noch...
braucht noch ganz lange, um abzuklingen. Das hier erhöht einfach nur Glaube, das bringt mir jetzt nicht so viel. Oh, ich kann nicht mal opfern. Okay, ich kann den Alten gerade nicht mal opfern. Ja gut, dann wird er wahrscheinlich sterben. Also, so sterben. Oder kriege ich den wieder jung irgendwie? Wie kann ich denn dem die Halskette jetzt wieder wegnehmen eigentlich? Oh, ich schaffe ihn sogar noch auf Level 4. Nee, oder auch nicht. Okay, ich habe aber... Genau, ich habe doch noch eine Kette, die ich jemandem geben wollte. Hat Veit schon eine Kette? Chef? Hast du schon? Kann ich dir ein Geschenk machen? Ja! Hier, bitteschön. So. Okay, aber jetzt haben wir das Hungerproblem nicht gelöst. Stimmt, wir haben das Hungerproblem nicht gelöst. Okay, pass auf. Ja, dann machen wir einfach jetzt dieses hier. Besser wie nix. So, guten Appetit. I guess. Oh, Pilze, Pilze, Pilze. Wie viel kriege ich? 5 Gehirnwaschpilze. Oh mein Gott, schaffen wir die 20? Let's go, wir schaffen die 20. Wir können direkt abgeben. Wir können direkt abgeben. Okay, ich gehe sofort zu dem Typen und gebe die Pilze ab, bevor ich das noch vergesse. Ich gehe sofort zu dem Typen und gebe die Pilze ab. Sozo, let's go. Sozo, ich hab was für dich. Und dann müssen wir Agria in Düsterholz finden. Guck mal hier, 20 Pilze. Was zeigst du mir jetzt? Sag nicht, wir willst jetzt 30 haben, dann hau ich dich. Ja, ja, die sind genau richtig. Okay, Sozo wird dich in dieses Ritual einweihen, aber du darfst es niemandem zeigen. Also, es ist ein Ritual? Tritt zurück oder du bekommst auch eine Gehirnwäsche. Wait, kriegen wir jetzt dieses Gehirnwäscheritual? Die heißt ja auch Gehirnwäschepilze. Oh mein Gott, ja, dazu haben wir ja schon eine Doktrin, dass das dann Glauben gibt oder so, ne? Führe in deinem Tempelritual durch, dass alle deine eigenen Gehirnwäsche... Glaube bleibt 2 Tage lang auf Maximalwert. Oh, let's go. Ich muss mich dann 2 Tage lang nicht um den Glauben sorgen. Ja, das klingt ja voll gut. Sie werden ein paar Tage lang alles machen, was Sozo ihnen sagt, und ihr Glauben an Sozo nicht verlieren. Ah, das Ritual kann sie auch krank machen, okay. Oh, und wir haben den letzten von den 4 Dingern. Ja, let's go. Dann habe ich ja wieder was Neues für euch zum Zeigen. Denn wir werden jetzt gleich erfahren, was das Ding tut. Du hast alle 4 Teile eines heiligen Talismans gefunden. Talismane sind mystische Relikte, die rote Krone verwenden kann, um neue Fließe freizuschalten. Im Altar in deinem Tempel kannst du Fließe freischalten und dich damit ausrüsten. Genau, das ist also sozusagen das, was wir tragen. So, der Umhang, den kann man da wechseln und der hat dann natürlich auch verschiedene Effekte. Und ich zeige euch gleich, was für welche. So, oh, erstmal hier schon wieder. Let's go. Oh, Hadrian ist müde. Willst du schlafen? Du kannst gerne schlafen gehen, wenn du müde bist. Komm, geh mal schlafen, Kollege. So. Jawohl, jetzt gehen wir erstmal zu den Fliesen. Oh, wir haben auch hier wieder, da habe ich gar nicht mitbekommen. Ah, ne, haben wir nicht. Hä? Ah, ne, das würde 1 kosten. Ich bin doof. Ja, jetzt haben wir hier unten nämlich die Fliese. Pass auf. Das hier haben wir schon, ganz normales Gewand. Und ich muss für jedes Vlies immer ein solches rotes Ding opfern. Also, wenn ich immer 4 bekomme, kann ich ein neues Vlies zusammensetzen. Der verursachte Schaden erhöht sich mit jedem Kill, wird aber zurückgesetzt, wenn du getroffen wirst. Du erleidest doppelten Schaden. Wenn man also dieses Ding trägt, bekommt man doppelten Schaden, aber mit jedem Kill hat man mehr Schaden. Also wenn man nicht getroffen wird, ist dieses Vlies optimal.
Flüche verursachen doppelten Schaden und kosten nur die Hälfte an Eifer, aber Nahkampfwaffenschaden und Lebensenergie werden halbiert. Na? Blister-Glaskanone. Das ist also was, wenn man sehr viel Flüche einsetzt. Du erhältst bei jeder Ziehung einer Tarotkarte ein krankes Herz, wirst aber durch erlittenen Schaden vergiftet. Maximal ein krankes Herz gleichzeitig. Ziehe 4 Tarotkarten zu Beginn jedes Durchlaufs, aber keine kann im Nachhinein gezogen werden. Ich denke, das ist das, was ich jetzt als erstes mal nutzen werde. 4 Karten am Anfang bekommen. Wir haben bisher fast immer nur 3 oder so gehabt, also 4 Karten am Anfang klingt eigentlich nicht ganz verkehrt. Alle Herzen werden durch 1,5 mal der Menge an blauen Herzen ersetzt. Auch das klingt nicht schlecht, aber die blauen kommen halt nicht zurück, die kann man nicht mehr aufladen. Ne? Also, ihr seht schon, jedes Vlies hat auch so seinen Nachteil. Ich denke, wir werden als erstes mal das hier benutzen. Und freischalten werden wir sie natürlich Stück für Stück alle, aber benutzen werde ich, glaube ich, höchstens das Weiße und das Gelbe. So, Rituale. Ich muss hier 12 Pilze nutzen. Und dann geht Glaube komplett hoch. Und wir haben dann zusätzlich den Effekt Substanzen erlaubt. Ah, das ist das, was wir freigeschaltet hatten. Ich verstehe, ich verstehe. Sehr cool. So, pass auf. Es ist schon wieder voll. Was ist denn hier los? Ah, wir haben auch schon eine göttliche Inspiration. Alter, es geht so schnell. Propagandasprecher. Stelle sicher, dass deine Anhänger deine Botschaft hören. In Reichweite der Sprecher arbeiten und beten Anhänger 20% schneller. Oh, okay. Oder hier, Beichtstuhl. Hör dir die Beichte deiner Anhänger an, um ihre Loyalität zu erhöhen. Kann einmal täglich verwendet werden. Okay. Klingt auch nicht verkehrt. Was haben wir noch? Leichengrube. Begrabe tote Anhänger in einer einfachen Grube, damit keine verwesenen Leichen herumliegen. Ja, ich glaube, wir müssen mal langsam in die Richtung gehen, weil ich glaube, der eine Alte wird bald den Abflug machen. Ich fürchte, wir müssen langsam mal in die Richtung gehen. Was haben wir hier eigentlich? Erntetotem. Erhöht das Wachstumstempo auf allen Ackerparzellen in Reichweite. Ja, klingt nicht verkehrt, aber gerade nicht. Ich glaube, wir müssen mal Leichengruben bauen. So. Okay. Wie viel kostet so eine, oder was kostet jetzt so eine Leichengrube? Es kann ja nicht viel sein, wenn da nur einfach gegraben wird, ne? Ja, 5 Holz und 10, okay. Wir bauen mal eine vorsorglich. Wo machen wir denn mal Leichengruben hin? Muss jetzt ja nicht so in der Nähe sein, ne? So friedhofartig. Machen wir mal hier. So. Und falls jetzt nämlich der eine Kollege vorher geht von uns. Nice, mehr Fleisch. Falls jetzt der eine Kollege von uns geht vorher. Dann, ja. Dann haben wir erstmal eine Grube, wo der rein kann. Weil ich glaube, das finden die auch nicht so schön, wenn der dann da rumliegt. Und einfach tot ist. Okay. Nice, mehr Pilze. Aber wir müssen jetzt also dringend diese Pilze zusammenbekommen, ne? So, und es ist schon wieder Nacht geworden. Crazy. Wie schnell das hier immer alles geht. Es ist... Hey, Kollege. Da kam wieder so ein Vogelviech. So. Bräuchte noch jemanden, der dann hier auch nicht nur die Sachen bestellt, sondern auch das erntet für mich. Aber ich weiß nicht, ob es das gibt überhaupt. Vielleicht, wenn man Farm Level 2 hat oder so. Keine Ahnung. Bin ich tatsächlich nicht so sicher. Habe ich dich schon gesegnet? Nein, dann sehe ich dich gleich mal hier. So. Kann ich jetzt schon? Nein, Kate noch nicht. Schaffen wir aber in dem Part noch. Wir werden Felix in dem Part noch bekehren. Kriegen wir gleich hin. Also schon wieder fast voll. Das geht hier aber ab. Das
geht hier ab wie Schnitzkatze. Ich sag's euch. So, ach ja, wir brauchen einen neuen Holzdings. Ah, das ist alles nicht so gut. Wir brauchen schon wieder ein neues Holzdings, weil das eine ist ja einfach kaputt gegangen. Warum ist das eigentlich kaputt gegangen? Geht es einfach nach einer Weile kaputt, dieser Holzplatz, nachdem genug Holz erzeugt wurde? Das ist dann aber nicht so effizient. So, vor allem, weil ich wollte ja einen Steinplatz bauen. Und dafür fehlt mir 3 Stein, fehlen mir dafür. Oh, es ist aber auch immer, es ist aber auch eine Last hier. So. Pass auf, wir gehen mal kurz wieder. Ich glaube, ich weiß, wo ich hingehe für die Steine. Wir gehen mal für die Steine. Konnte ich hier nicht auch Steine abbauen, theoretisch? In der Nacht? Waren hier nicht auch Steine? Guck mal hier. Was ist denn jetzt los? Ja, ich will nicht hier. Ist mir egal, ich kaufe noch keine Karten. Ich kaufe noch keine Karten. Hier, Steinmine. Ja, gib mir Steine. Let's go. Ah, sehr geil. Ein Stein. Großartig. Genauso viel Steine wollte ich. Das ist jetzt natürlich... Hier gibt es keine anderen Steine, ne? Ich habe einen Stein mehr. Geil. Aber hier kriege ich auch wieder Holz. Ein Holz wahrscheinlich. No, da hier waren Steine sogar. Da war ein Stein einfach hinter dem Ding. Lol, ich sehe noch einen Stein. Oh, ich glaube, wir kriegen unsere Steinmine. Ja! Ich glaube, wir kriegen unsere Steindings. Jetzt habe ich 10 Stein. Ja, let's go. Let's go. Dann holen wir hier noch kurz Dings ab. Das ist bestimmt wieder fast voll. Ja, wollo. Dankeschön. Und dann bauen wir noch schnell das Steinteil und bekehren Felix. Ey, dann haben wir hier aber wieder gleich richtig was erreicht. So. Erstmal hier Fisch holen. Felix bekehren. Das sollte jetzt doch reichen. Yes! Okay, dann kann Felix aus dem Gefängnis raus. Und kann auch gleich gesegnet werden. Felix. Ja, schön. Dann segnen wir gleich noch die anderen. Sehr schön. Oh, Level Up dabei. Ja, damit. Oh, gleich eine neue Tafel. Sehr geil. Hier kann man auch gleich weiter segnen. Sehr schön. Am Dusas kann man auch nochmal segnen. Auch wenn er bald nicht mehr da ist. Bartman wird mitgesegnet. Wunderbar. Oh, es sind schon 2 alt. Oha. Er ist auch alt. Oh je. Aber ja, das ist ja logisch, ne? Die als erstes zu uns gekommen sind, sind halt jetzt die Ältesten. Ah, dann brauchen wir aber gleich noch eine zweite Leichengrube. Uiuiui. So, und hier kann ich wieder Code reinlegen. Let's go. Hier wird schon wieder fleißig Holz gebaut. Habe ich ihn jetzt schon gesegnet? Nein, let's go. Sehr schön. Okay, jetzt pass auf. Hier schon wieder voll. Ey, es ist, Alter, Wahnsinn. Und schon wieder eine... Alter, es ist der Wahnsinn. Wo geht's jetzt hier weiter nach der Leichengrube? Gruft 1. Was macht das? Bette mehrere tote Anhänger zur letzten Ruhe. Vermeidet verwesene Leichen. Da kann ich 5 Anhänger reinpacken, oder was? Okay. Leichenhalt. Alter, es wird hier richtig wild, glaube ich, bald. Ich glaube, das wird hier bald richtig wild.
Aber ja, das scheint sinnvoll zu sein, oder? So eine Gruft. Das scheint sinnvoll zu sein. Komm, wir schalten es frei und gucken uns an, was ich dafür bauen muss. So. Oh, und damit haben wir freigeschaltet. Und können beim nächsten Mal Tempel 3 freischalten. Okay, das wird stark. Tempel 3 wird wichtig und richtig. So, was brauchen wir für die Gruft? 20 Stein. Ja, gut, dann geht das jetzt noch nicht. Jetzt müssen wir erstmal hier die Steinmine. Wieso geht die Stein... Weil ich kein Geld mehr habe. Jetzt geht die Steinmine nicht, weil ich kein Geld mehr habe. Es ist doch ein Trauerspiel hier. Gut, pass auf, machen wir Predigt. Es ist doch ein Trauerspiel. Ja, leider nicht ganz gereicht. Aber ist okay. Ja, alles andere bringt uns gerade nicht so viel. Okay. Ich fürchte, müssen wir den Part beenden, ohne dass wir dieses Steinding jetzt gebaut haben. Jetzt habe ich endlich genug Steine. Und es funktioniert wieder nicht. Das ist doch echt schade. Gut. Aber kann ich mal... Was ist eigentlich... Ich muss jetzt mal was probieren. Wenn ich ihm jetzt hier zum Beispiel sage, er soll mir Holz holen. Geht das über... Also, es ist ja nichts an Holz zum Holen da, ne? Das geht gar nicht. Und hier arbeiten. Bäume fällen. Aber es sind ja keine Bäume da, die gefällt werden können. Was macht er, wenn ich jetzt das ihm das sage? Der Anhänger fällt Bäume, aber... Wohin geht jetzt Bäume fällen? Was baut er hier ab? Der baut hier einfach irgendwas jetzt ab? Ich verstehe es nicht. Na gut. Wie schnell das hier voll wird, weil ich halt die alle beten lasse, ne? Vielleicht sollte ich die gar nicht alle... Pass auf, ich lass mal hier... Veit, du holst mir jetzt mal Steine. Und das ist gerade bei Veit so schlau, weil er hat doch die Kette. Was macht die Kette nochmal bei ihm? Ich glaube, schneller Loyalität oder so. Warte, wir lassen mal Veit, lassen wir mal beten weiter. So, du kannst mal... Du hast, glaube ich, keine Kette, ne? Du kannst mal... Ah, ich habe hier gar kein Stein-Dings. Ich kann hier nur... Ah, weil es keine Steine aktuell hier gibt, ne? Ja. Ah, das ist doch doof. Okay. Ah, ist alles schwierig. Alles schwierig hier. Ja gut, wahrscheinlich, wenn wir die nächste Runde gegangen sind. Wenn wir... Wir müssen jetzt ja nochmal durch Düsterholz durch, um den einen Anhänger zu holen. Ich glaube, wenn wir diese Runde gegangen sind, vielleicht haben wir dann nochmal mehr Steine dabei. Das könnte gut sein. Das ist schon wieder fast. Oh, was passiert hier? Oh! Felix hat die Eigenschaft Todesangst. Toter Anhänger. Ein Anhänger ist gestorben. Herzliches Beileid. Leichen sind nicht gut für die Hygiene und können dazu führen, dass dein Anhänger krank werden. Ja, 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 okay. Ich habe das verstanden. Deswegen Leichengrube. Ja, okay. Nein. Nein. Wir machen da um Gottes Willen auf Begräbnis vorbereiten. Oh, okay, aufheben. Und jetzt kann ich ihn dann in die Leichengrube tragen, ja?
Ich verstehe. Oh, das hat ja gut funktioniert. Ah, jetzt habe ich ihn begraben. Okay. Leiche exhumieren. Was heißt das? Ich drück's mal lieber nicht. Bevor hier wieder Dinge schief gehen, drücke ich es mal lieber nicht. Was ist denn jetzt hier überall? Haben die jetzt hier überall hingekotzt, weil der gestorben ist? Oha. Ach, Leute. So. Okay, aber dann ist es wahrscheinlich wirklich sinnvoll, die Gruft zu bauen, dass ich eben, ne? Aber dafür brauchte ich ja auch wieder Stein. Brauche ich wieder Stein für. Es ist ein Hin und Her. Und die haben schon wieder Hunger. Die haben schon wieder Hunger. Ich kann es nachvollziehen. Sollen wir nochmal Grasschleim machen? Grasschleim kann ich halt viel herstellen und... Ja, ich denke, das Bärending ist nicht so schlimm, oder? Davon kann ich halt recht viele machen. Ansonsten Schüssel... Ich will das gar nicht lesen. Ich will nicht, dass das... Ich will gar nicht, dass das in dieser Liste auftaucht. Aber alles andere kann ich halt irgendwie nicht... Aber wieso kann ich eigentlich kein... Ah, okay, okay, deswegen. Ja, komm. Da werden sie gleich wieder überall hin machen, aber ey, dann ist das halt so. So, besser ist, wenn sie gar nichts essen. Na? Ja, da geht schon los. Okay, er hat das liegen lassen. Aber guck mal, Hunger ist gestillt, also... Und der Glaube ist jetzt auch oben geblieben. Also ich weiß nicht, was das eine Mal passiert ist, als der Glaube so rapide runtergegangen ist. Da bin ich immer noch sehr geschockt davon. Aber Dinge sind passiert. Und es ist wieder Nacht, okay. Amdusias schickt nochmal Dings. Aber jetzt haben wir mal gesehen, was passiert, wenn einer stirbt, ne? Wie schnell das geht. So, zack und weg. Fällt einfach um plötzlich. So. Bis der beim Bett angekommen ist, ist auch... Ach, der schläft ja nicht. Der schläft ja nicht. Also bis der beim Bett angekommen ist, der geht gar nicht ins Bett. Warte, ich muss dir mal die Kette wieder abnehmen, ne? Ah, ich kann sie nur... Ich kann sie wieder nur verstecken. Ist die dann weg? Ich kann nichts mehr machen, wenn die alt sind. Okay. Scheinbar ist die dann weg. Weiß es nicht. Okay, wir sind schon wieder bei einer Stunde. Wir sind schon wieder drüber. Ich muss aufhören. Das ist immer schlimmer. Ich kann nicht aufhören. Dieses Spiel macht mich so süchtig. Ich will immer weiter und weiter. Was ist jetzt passiert? Brennmaterial. Ich habe das nicht verstanden. Dass ich hier was machen muss. Ich habe das nicht verstanden. Oh mein Gott, das hat mir aber auch niemand erklärt, oder? Oder wurde mir das erklärt und ich habe es nicht gecheckt? Oh Gott, ich komme schon wieder so dumm vor. Ich hätte da die ganze Zeit schon was einsetzen können. Dass sich da irgendwas verändert. Oh nee. Unterkunft ist zusammengestürzt, Schlafsack ist zusammengestürzt. Ach, Leute. So. Aber was bedeutet das jetzt, dass hier das Feuer brennt? Geht da jetzt mehr rein? Oder? Was macht das jetzt? Oh, hier ist wieder... Ah, jetzt ist hier... Wieder Holz am Dingsen. Oh, Stein! 4 Stein, sehr gut. So, wir segnen mal gerade hier wieder alles. Zack. Sehr schön.
Leute, ich muss aufhören. Es tut mir echt leid, dass ich die Parts immer so lange mache. Ich weiß, ich muss aufhören. Aber ich kann nicht. Oh mein Gott! Was war das denn? So, was macht dieses Feuer jetzt hier? Voll. Oh. Hier nochmal segnen. Guck mal, die haben jetzt so Feuerding. Leveln die sie jetzt einfach schneller hoch? Oder was macht das Feuer? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich leveln die... Nice, da ist wieder Holz gewesen. Okay, pass auf, halt mal noch schnell Predigt. Du kommst auch einfach nicht mehr zu den Kreuzzügen, weil die ganze Zeit hier was passiert. Also ich bin so überfordert. So, Predigt, let's go. Ah, dann haben wir hier jetzt das nächste Level, ne? Da hat ja nicht mehr viel gefehlt. Ja, ja, sehr gut. So, pass auf. Hier die nächste Waffenstufe, Eiferwaffen. Eiferwaffen bewirken, dass gesammelter Eifer deine göttliche Inspirationsleiste vergrößert. Nice. Klingt voll gut, ne? So. Danke für die Predigt. Und die nächste göttliche Inspiration. Und jetzt können wir den Tempel leveln. Oh mein Gott. Verbessere deinen Tempel und den Schrein. Erhalte mehr Hingabe und ermögliche mehr Anhängern zu beten. Let's go. Bam. Und damit geht alles hier auf. Alter, es ist Wahnsinn. Yo, wie das jetzt aussieht. Kult verbessert. Sick. Guck mal, jetzt kann ich hier bis zu 90 sammeln. Aber ich verstehe noch nicht, was das Feuer macht. Ich muss das nochmal lesen hier. Verbesserungen anzeigen. Das haben wir doch hier, dieses Feuer haben wir doch hier gemacht, ne? Da. Schreinflammenpaket. Was hat das gemacht? Entfache das reinigende Feuer und ernte mehr Hingabe. Okay. Das reinigende Feuer wird mehr Hingabe hervorbringen. Huh. Nähre das Reinigen von der Ernte mehr Hingabe. Ach so, das ist einmal beim Tabernakel. Jetzt verstehe ich. Ich bin dumm. Ritual ab. Ja! Ja! Oh, das müssen wir definitiv als nächstes machen. Das müssen wir definitiv als nächstes machen. Oh, ist das stark. Das brauchen wir. Abklingzeiten um 50% runter. Das brauchen wir sowas von. Alter, was hier alles noch... Oh, ey, ich kann das gar nicht alles leben. Bruder. Ich kann so schnell gar nicht hier alles... Aber ich muss jetzt erstmal aufhören. Ich sag's zum 3-millionsten Mal. Ich muss jetzt erstmal aufhören, Freunde. Auch wenn ich unfassbar gerne einfach weiterspielen würde und weiterspielen würde und weiterspielen würde und weiterspielen würde und... Bruder, es hört einfach nicht auf. Ne? Können wir noch irgendwas bauen zum Schluss? Nee. Weil mir wieder fucking Stein fehlt. Es hört nicht auf. Die Probleme hören nicht auf, aber auch die Erfolge hören nicht auf. Alles geht die ganze Zeit weiter und es ist der Wahnsinn, dieses Spiel. Wirklich, es ist der Wahnsinn. Ich bedanke mich an der Stelle erstmal fürs Zuschauen und muss hier wirklich, ich muss raus jetzt. Ich kann nicht aufhören. Es ist so schlimm. Tschüss.